So, warte mal, bevor wir loslegen. Samuel, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Gib mir mal kurz ein paar Anweisungen, wie das geht. Also ohne Spaß, das ist das erste Mal, dass ich das in meinem Leben so mache, dass Leute Sachen vorgeben, von denen ich keine Ahnung habe und mir jetzt irgendwas aus dem Arsch ziehen muss. aber vom Gedankengang her, wenn jetzt gleich ein Beat laufen sollte, ist es so, du überlegst dir eine Punchline, die Punchline kommt zum Schluss und versuchst dann vorher irgendwie auf irgendein Reimwort zu kommen. Und sei es eine Silbe, zwei oder drei. Okay. Und dann musst du dich irgendwie, und was ganz wichtig ist, da darf auch Scheiße rauskommen. Also nicht mittendrin sagen, ich weiß nicht, sondern einfach machen. Okay, soll ich anfangen? Fang du mal an. Okay. Let's go, Martin. Der Beat läuft. Hey. Ach du Scheiße. Hey, alles gut. Ich bin soweit. Yo. Das ist der Beat, um den es hier geht. Der Beat unterbricht aber immer. Lass durchlaufen. Das blendet es weg. Warum unterbricht der Beat immer, Martin? Das ist die Software, die blendet das weg, wenn du lauter bist als der Rhythmus. Ah, das ist die Software. Gut, Jürgen, dass du das weißt. Ja, man hilft ja gerne, weißt du? Gut, ich scheiß mal auf den Beat. Sorry, ich höre den Beat nicht durchgehend, weil ich immer unterbreche offensichtlich. Er läuft eigentlich voll. Okay. A, B, C, D, E, F, G. Gay, das ist, was ich in dir sehe. Du bist so wie das Klima, mal Sonne, Mond und Sterne. Weißt du was, Cynic? Ich hab dich ganz gerne, aber eins, das sage ich dir auch. Greta Thunberg, das ist ein nettes Mädchen. Und du bist noch viel mehr Mädchen. Geh scheißen, mein Digga, du kannst nichts. Ich sag dir, wo es lang geht, weißt du was? Ich bin spitz wie ein Hund, spitz wie ein Spitz. Und was ich dir noch sage, halt das nächste Mal die Klappe, wenn ich dich frage. Am besten, du nimmst deinen Stock und gehst wieder ins Altersheim. Und dann pickelt dir vielleicht ein kleiner Hund ans Bein. Du sollst Battle-Rapper sein? Nimm mal noch ein Glas Wein. Tschüss, am besten Glühwein. Applaus! Ein erster Battle-Rap! Junge. Harte Nummer. Komm! Aber ich höre den Beat nicht. Egal, scheiß drauf. Mach einfach so, wie ich auch. Okay, dann mach. Lass den Beat aus. Ja. Ist der Beat aus? Ja, ne? Jo. Okay. Kann vielleicht sein, dass man das nicht so sieht und ich freestyle hier jetzt einfach mal nicht auf einem Disco-Beat. Kann nicht sein, Mann. Du bist gerade so scheel. Serda sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Chemotherapie und Gargamel. Alles ist gut. Man muss die Leute schlagen. Serdas schiefe Zähne kennen sich nur vom Hören sagen. Ja, ist ja wirklich gut. Und es kommen hier die Schicksen. Aber so schwul wie du bist, liest du dich auch schon vorher pieksen. Das hat mit Impfung nichts zu tun. Stäbchen in die Nase. Ob ich das gerade dürfte? Stäbchen in die Nase passt bei dir gar nicht. Das ist, glaube ich, eher eine Klobürste. Was gibt's noch? Alter, wie geil, danke. Mega. Ey. Hey, ich sag mega, aber du verstehst das Falsche, ne? Ich weiß, ich sag mega und du denkst, das wäre das Endwort, aber sowas sage ich nicht mehr. Ja, was sage ich an einem ganz anderen Ort? Da, wo Leute mich verstehen, weißt du? Und nicht direkt scheißen gehen, wenn ich ihnen was sage. Und noch was, ich habe dich was gefragt. Warte, wenn ich dich was frage, dann gib mir doch eine Antwort. Nee, Antwort ist zu schwer, kann ich nicht drauf reimen. Und so wie du kann ich auch nicht schleimen. Am besten ist, ey, das mit den Zähnen, das war geil, das fand ich richtig Wohlfall. Woher kannst du das? Hast du das gelernt? Oder bist du irgendwie Brot, das Bernd? Du kannst es besser, Samuel. Ja, du kannst es nicht. Und du bist auch gerade nicht startklar. Woher ich das mit den Zähnen weiß, mein Vater ist Zahnarzt. Ja, und jetzt kommst du und denkst du wärst zu schlau. Dicker, du kennst vielleicht ein paar Neger, aber nur wegen deiner Putzfrau. Also. Super, ey, Samuel, wirklich cool.